Are you filled with feelings of self-doubt? Do you find yourself prone to minimizing massive dilemmas? Or for allowing the smallest problems to get blown completely out of proportion? At the Pierce Institute, our patent-pending Somnosculpt technology provides safe and effective dream therapy while you rest in the comfort of our flagship clinic. Located right next to the secondary overflow parking lot at the University Medical Center. Somnosculpt. We'll make your dreams come true. Und damit, hey ho und let's go. Mit Superliminal. Am 12.11.2019 erschienen auf PC. AGBs. Will ich die lesen? Ich wollte nicht unterschreiben. Hallo? Kann ich wieder rufen? Naja. Am 12.11.2019 erschienen für PC, später dann auch für PS4, Xbox One und Nintendo Switch. Oh, ich kann sie hochspringen. Entwickelt und gepublished von Pillow Castle. Aha. Und hier sehen wir schon das Motto des Spiels. Die Sichtweise ist die Realität. Und zwar kennt ihr es ja bestimmt, wenn ihr zum Beispiel auf einen Baum schaut, ein Fenster hat das eine gewisse Größe. Unser Gehirn weiß natürlich ungefähr wie groß, weil es dazu natürlich auch Referenzdaten hat. Wenn ihr jetzt einen Finger davon haltet, wisst ihr, klar, der Finger ist kleiner als ein Baum. Außer es ist ein Bonsai-Schink, dann wird's knapp. Aber hier wird es genauso groß, wie wir es visuell sehen. Und damit habt ihr bereits das Grundkonzept von Superliminal gesehen. Das Spiel wird für mich blind sein, bis auf den Anfang. Den kenne ich bereits. Ich habe das mal vor Ewigkeiten gesehen und dachte, ja, das muss ich auch zocken. Und natürlich können wir die Sachen auch wieder verkleinern, je nach Sichtweise. Ich entferne mich, damit es ganz klein ist, gehe näher ran und dann habe ich es hier ganz klein. Sehr schön. Nehmen wir mal eine mit. Ich bin gespannt, wie das Spiel mich noch überraschen wird, beziehungsweise das eigene Grundkonzept weiterentwickeln wird. Wie gesagt, bis auf den Anfang kenne ich nichts vom Spiel. Ja, ein bisschen kleiner wäre gut. Sehr schön. Kann ich irgendwo da hinstellen? Ich hatte kein vollständiges Schachbrett, gell? Nee, okay. Ah, okay. Kann ich mal zurück? Der Anfang hat mich so ein bisschen an Antichamber erinnert. Als sich hier die Wand mit der Steuerung, nachdem ich weggesehen habe, verändert hat. Wer das Spiel kennt, der weiß, das macht einen schon fertig. Das, zumindest jetzt, tun wir uns noch nicht an. Ich weiß gar nicht, ob ich das hier gelöst habe. Das war echt. Ja, echt, echt. Terms of service accepted. Congratulations on falling asleep. Welcome to Somnasculpt. Your progress may be monitored by qualified specialists. This orientation will adapt you to eyelids, our interactive, lucid induction dream state in which you retain full consciousness and control. Okay. Also ich beglückwünscht würde, dass ich eingeschlafen bin, ist ja schon eine Kunst. Bisher gratuliert mir da niemand. Jeder fragt nur, warum schläfst du? Kann ich mir ein kleines Schachspiel aufrufen? Kann ich das noch irgendwie anders fallen lassen? Nein, ich kann es nur von links nach rechts drehen, okay. Geht das so? Ha, ja, fast. Fast. Nein, falsche Richtung.
Falsche Richtung. Nee, ich krieg's nicht ganz hin, dass es steht. Doch. Yes. Und jetzt machen wir es ganz klein hier. Vielleicht sollte ich das Schachbrett ein bisschen größer machen. Jetzt liegt das Ding. Okay, lassen wir es. Kein Bock, Schach zu spielen. Okay. Irgendwas Faszinierendes? Nein. Dann. Diese Mucke, gell? Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mich beunruhigt. Beruhigt das nicht wirklich. Ja. Geschafft, sehr schön. Da ist nichts mehr, gell? Nein. Sehr schön, erster Raum geschafft, GLaDOS. Ich meine seltsame Stimme. Okay, hier darf ich nichts mitnehmen. Ich nehme trotzdem was mit. Dann halt nicht. Ich kann es auch nicht rüberziehen, gell? Nein. Okay. Also wenn das nicht Portal-Rätsel sind. Ganz ehrlich, da hat jemand ein bisschen abgekuppert. Ja. Ja, sehr schön. Rechte Größe? Hat das einen Einfluss eigentlich auf das Gewicht? Ich weiß gar nicht, wie klein ich die Sachen machen kann. Jetzt wird es wieder größer. Ja, ich denke, das ist das Kleinste. Reicht das? Ja, tatsächlich. Okay, das Gewicht kann ich nicht verändern, nur die Größe. Gut zu wissen. Muss ich aufpassen, dass ich hier nicht erschlagen werde. Oh mein Gott, solche Lautsprecher hatte ich auch vor 100 Jahren. Ja! Okay, ich kann es durch die Tür nehmen. Gut, gut zu wissen. Und jetzt machen wir es wieder groß. Manchmal habe ich Schwierigkeiten mit der Perspektive. Aber es sollte gehen. Ja. Und es wird natürlich auch relativ groß. Es geht schnell. Sehr schön. Das ganze Spiel wurde übrigens auch erweitert letztendlich. Das heißt... Confirmed. You can move freely, interact with surrounding objects and listen to messages from your patient care team. Please note that I am the standard orientation protocol and that my voice has been explicitly chosen to remind you that I am not a part of your patient care team. I do not care. Okay. Tja, dann kehre ich mich auch nicht um dich. So einfach ist es. Ich will nur kurz was testen, ne? Ja, so. Was wollte ich sagen? Genau, das Spiel wurde auch erweitert, letztendlich. Und, Hauruck. Schaffe ich jetzt da hin? Ist das überhaupt was zum Auslösen? Ich weiß es gar nicht. Sieht immer so auffällig überall aus. Ja. Das Spiel wurde erweitert, auch durch einen, ja, relativ verrückten Multiplayer-Modus. Dass man das auch Ganze natürlich mit mehr Spielern genießen kann. Und durch Entwicklerkommentare. Letzteres schaltet man erst frei, wenn man das Spiel einmal durch hat. Da hören wir auch bestimmt mal rein und schauen, was die Entwickler zu den jeweiligen Level zu sagen haben. Ja. Und ihr seht, das Spiel kann relativ viel aus allem machen, also nicht einfach nur mit den Größen spielen der Objekte. So. Wieder Schachfigur. Und hier ist der Schalter. Größe spielt keine Rolle, Hauptsache du bist drauf. Danke. Ich fühle mich durch die Musik nicht besonders ruhig. Ganz ehrlich, ich stresst. Oh, was haben wir hier? Käse.
Ja, jetzt habe ich genug. So wird der Welthunger beendet, meine Freunde. Genau so und nicht anders. Zumindest in unseren Träumen. Ich würde gerne das kaputt machen. Ich weiß noch nicht, ob das geht oder der einfach weiterfliegt. Ich will nicht von einem Käse erschlagen werden. Ne, der Käse fliegt weiter. Egal, was ich mache. Okay, dann halt nicht. Ich dachte, vielleicht Achievement oder so, wenn ich den letztendlich allein tue. Aber ich denke, da kann ich lange drauf warten. Vor allem, ich kann ihn nicht auf die Weise drehen, leider. Na gut, aber der Käse hilft zum Weiterkommen. Größer. Noch größer. Käfig. Kann ich eigentlich auch entkommen? Nee, gell? Schade. During eyelids, you will lose the ability to awaken suddenly due to realizing that this is a dream. Evidence. I have already informed you that this is a dream. You did not wake up. Please complete the remaining orientation activities. Okay. Hattet ihr schon mal so einen Traum? Meine sind etwas... Naja, bekloppter würde ich nicht sagen. Ich meine, das ist ja kein logischer Traum. Ah, wie süß. Tada! Aber damit reizt du mich. Ja, ich kann es entfernen. Zeig mal her, zeig mal her, zeig mal her. Ich krieg echt Portal-Vibes hier. Warning, you have deviated from the orientation pathway. At the Pierce Institute, patient safety is a key node in our corporate priority tetrahedron. A variable degree of force can and will be authorized to ensure patient safety. Please return to the orientation pathway. Ich nehme mal eine random Soda. Kann ich damit die Tür runterdrücken irgendwie? Vor allem die ist leer. Was ist denn das für ein beschissener Traum? Wird auch nicht voller. Haben wir noch irgendetwas? Geh mal zur Seite. Eine Mini-Soda. Beschissenster Traum ever. Na gut, aber die Dose nehme ich jetzt mit. Wenn ich die schon bekommen habe. Dann gehört die auch mir. Okay, da vorne kann ich sie nicht mitnehmen. Schade. Schade, schade. Na gut. Konnte ich damit irgendwas anfangen mit der Dose? Irgendwo? Nee. Und da kann ich sie wieder nicht mitnehmen. Okay, dann bringt sie mir nichts. Bye bye, Dose. Oh. Ah! Geil, das Achievement kannte ich noch nicht. Ich wollte einfach nur aufs Dach eigentlich, aber jo. Dann war da doch ein bisschen noch drin. It's so real. Oh. Was denn das? Fuchs oder der große böse Wolf oder was soll das darstellen? Kann ich in den Scherben irgendetwas? Nee. Okay. Was gibt's denn da? Okay. Wenn es der einzige Knopf ist, dann ist es leider extra diesmal. Nicht wie der andere Raum.
Yeah, ich möchte aber dich dahin. Nein. Mach halt kleiner, so. Nein, du sollst kleiner machen. Geht doch. Ja, dieses Perspektivenspiel muss man auch hinbekommen. Noch kleiner. Yes. All environments perceived during eyelids should reflect a typical mental state. If you believe your mental state was compromised by Somnasculpt, please provide a comprehensive, rational explanation in your post-procedural survey. Completed surveys may be eligible for a gift card. Allein diese Aussage hat mich gerade verstört. Okay. Okay. Ja, dass ich beobachtet werde, darf ich schon. Okay, aber diesmal ist da keine Wand, das heißt, es sollte easy gehen. Wurde ja auch gut markiert. Ups. Nein! Ich mich jetzt. Okay, es wird zu groß. Nochmal ein bisschen kleiner machen. Ich sag ja, dieses Perspektivenspiel. So, jetzt. Jetzt klein genug, jetzt kann ich es rüber machen, sehr gut. Und rüber mit dir. Noch irgendetwas? Da kann ich nichts rüber machen, gell? Ja, da ist wieder Wand. Oder? Ja. Da ist eine Wand. So, bleibt jetzt so. Sehr schön. Also mit Schach haben die hier etwas. Was ich auch weiß, ist, dass. Wohin gehe ich denn? Dass, beim Multiplayer die anderen Spieler tatsächlich auch als Schachfiguren dargestellt werden. Kann ich irgendwie zum Apfel? Schon lecker aus. Okay, ich gehe jetzt mal hier hin. Och nö. Sag mir nicht, das ist sowas. Ich sagte, die haben sich aus jedem Psychospiel was abgeguckt. Die haben aber nicht mitentwickelt, oder? Ich weiß gar nicht, von wem Anti-Chamber ist. Okay, verändert sich aber etwas? Ich denke nicht, oder? Zumindest sehe ich nichts, was sich verändert. Auch nichts greifen durch die Scheiben. Na gut. Sehen alle Wände so aus? Ich guck noch ganz kurz. Ja, sehen alle so aus. Okay, ich dachte, ich hätte was gesehen. Wenn ich hier nichts greifen kann, also da ist ja die Sperre, also ich kann nichts mitnehmen und ich habe schon gesehen, hier ist auch die Sperre. Der Raum ist tatsächlich für gar nichts so. Für gar nichts. Einfach nur um Psycho zu machen. Kuckuck. 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 Macht einen gar nicht verrückt. Okay, ich dachte, ich sehe mich selbst vielleicht hier irgendwie. Nee, ich müsste mich erst im Nachhinein sehen. Ich weiß gar nicht, wenn man sich sehen kann, ob man selbst eine Schachfigur ist. Okay. Der Raum macht mich jetzt schon krank. Ich habe keine Ahnung, was der soll. Ich sehe nichts zum Interagieren. Deswegen sage ich... Bye bye. Okay. 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 Okay, das Schild. Oh Gott, sieht das krank aus. Okay, über die Wände kann ich wieder nicht gehen, die sind direkt so. Okay. Dann, ja, ist gut, wechsel nicht mal die Farbe.
So. Okay, bist du zu groß? Okay. Ah. Ja, nee. Das war nicht das, was ich erreichen wollte. Aber ich kann zumindest nach oben mich hier umsehen. Aber hier ist nichts. Also ich denke, ich raff, was ich machen muss, aber ich weiß nicht, wie ich es umsetzen soll. So, geht das jetzt? Ja, nicht fallen. Okay, dann habe ich beide Knöpfe gleichzeitig. Ja, hier ist, wie erwartet, nichts. Gut. Bye bye, großes Licht.